Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts. Weiterhin mit Markus. Nee. So macht man das nicht. Das üben wir gleich nochmal. Nein. Doch. Nein. Also ich habe feststellen können, dass man hier hoch kann. Chris' Frage ist wieder wie. Nase juckt. Also soll ich vorbeikommen, dir ein paar draufhauen? Nö, lass mal. So, geht's zum Baumwipfel. Zum Baumwipfel? Baumwipfel, genau. Was auch immer man hier machen muss. Ich habe nur festgestellt, dass man hier hin kann und ich habe gesehen, dass ich etwas übersehen habe. Aber hier ist eine Trio-Tech. Genau hier, eine grüne. Aber da wir ja nicht über unser Trio verfügen, würde ich sagen, gehen wir wieder zurück. Und gehen hier unten hin. Denn... Jahui! Hier habe ich noch etwas gesehen. Ne, das braucht man ja eigentlich nicht, aber egal. So. Bla. Hoch hier? Nämlich hier. Hier geht es zum Zeltlager. Bin ich eben zweimal erfolgreich dran vorbeigelaufen. Aber ich denke, hier müssen wir hin. Hier ist ein blaues Trio-Symbol. Was war das? Hier war doch gerade irgendwo. Ah, untersuchen. Anleitung 2 zur Herstellung von Äther. Zutaten, was? Was auch immer. Was ist das denn? Dia 6 erhalten. Wofür auch immer das ist. Dia 1. Okay, vielleicht müssen wir hier Dias sammeln. Dann schauen wir uns hier doch mal eben um. Vielleicht finden wir ja hier noch ein bisschen was. Dia 5. Hier oben ist keins. Da hinten sehe ich noch eins. Hier oben drauf. Dia 4. Dinner 4. Oh, guck mal. Teeparty. Ja, dann hol mal deine. Aber jetzt mal ernsthaft. Kommt dir der Pot nicht bekannt vor? Sieht der nicht aus wie aus Die Schöne und das Biest, der Teepot? Na, du scheinst eine scheiß Kindheit gehabt zu haben. Kochrezept 1, Ofen anmachen, nicht die Finger abbrennen. Ich glaube, ich muss dir mal die Leviten lesen, die Tage, wenn ich dann mal unverhofft vor der Tür stehe. Nö, bitte nicht, droh mir nicht immer so. Krieg ich immer so schnell Angst. Na, du kleiner Schisser, du. Hier war doch gerade wieder irgendwo was. Ich verarschen? Da. Herstellung von Äther. Zutaten, eine Potion. Okay. Okay. Da ist nichts. Was ist das da? Das sind nur Bücher. Hier oben liegt ein Brief, aber das scheint nichts von Bedeutung zu sein. Dia 3 erhalten. Ach, hier ist der Ofen. Kochrezept 2 fehlt. Egal, schmeiß mal. Ne, haben wir nicht. Moment. Ausrüstung. Sora. Ne, nicht Ausrüstung. Item. Truhe. Tauschen. Das dauert aber lange. Geht das nicht schneller? Und wir schmeißen mal einen Äther, benutzen wir mal. Und einen Äther schmeißen wir noch in Soras Taschen. So. Und da wollen wir mal schauen. Item. Äther. Geht nicht. Vielleicht so. Nö, auch nicht. So, auf und zu kann man das Ding machen, aber man kann da keine Items reinschmeißen. Hier ist, wie gesagt, eine Trio-Tech. Ist doch ganz klar, wenn dir ein Rezeptteil fehlt, warum soll das dann funktionieren, Mann? Weil... Baum! Ja. Oh, Cutscene! Oh, ich halt die Schnüss, Markus hoffentlich auch. Jane! Tarzan! Oh, und wer ist das? Hallo, ich bin... Oh, du sprichst meine Sprache. Dann bist du offensichtlich nicht mit Tarzan verwandt. Bist du hier, um die Gorillas zu erforschen?
Das bezweifle ich. Sora! Goofy! Donald! Wie im Zirkus. Für die Gorilla-Jagd eher unbrauchbar. Mr. Clayton, wir studieren sie, wir jagen sie nicht. Wir forschen. Tja, je mehr, desto lustiger. Fühlt euch ganz wie zu Hause. Ja, da muss erstmal ein Aschenbecher ran. Also, ich bleibe. Sora, guck mal, was wir gefunden haben. Sieh dir das an. Goofy wieder. So, was ist das? Ein Gummistein, dasselbe Zeug, aus dem unser Schiff ist. Das bedeutet also, der König könnte hier sein. Wir müssen uns zusammentun, wenn wir ihn finden wollen. Zumindest vorübergehend. Schön, dass du mit... Was? Bla, zumindest vorübergehend. Protestgummi erhalten. So, ja, als erstes... So, wer ist denn jetzt in meiner Truppe? So, bestätigen. Ja, genau. Hier ist eine Truhe. Aufmachen. Bing, bing. Mithrilerz erhalten. Sehr schick. Aber als erstes wollen wir hier raus, denn wir wollen die Trio-Tech draußen aktivieren. Markus, du darfst wieder mit mir reden. Mu. Vielleicht finden wir hier oben drauf das letzte Dia. Nö. Nicht so wirklich. Aber hier ist ja eine Trio-Tech, die wir machen können. Ja, dann mach mal. Hau rein da. Mach endlich. Oh, ungeduldig wie eh und je. Ja, logisch. Du da mal vorankommst, ist Weihnachten. Und hier ist eine Truhe. So, öffnen. Wieder Welpen. Schön, dann haben wir hier bald alle. Will ich hoffen. Wofür, was es mit den Dias auf sich hat, weiß ich auch noch nicht. Auf jeden Fall. Ach, hier ist noch eins. So, Dia 2 erhalten. Die Frage ist, wie viele Dias gibt es? Weißt du das? Nein. Und selbst wenn, würdest du es mir wahrscheinlich nicht verraten, ne? Scheiße, er kennt mich zu genau. Ja, sieht komisch aus. Irgendwas ist wohl schiefgelaufen. Kochrezept 2, Potion in den Topf geben. So, haben wir denn jetzt alles? Nein. So, Kochrezepte sind vollzählig. Okay, Feuer entfachen. Brutzel, Brodel, fertig. High Potion erhalten. Cool. Kochkurs beendet. Langweilig. Ich will aber nochmal. Kann ich vielleicht erstarren? So. Probieren wir doch nochmal. Kochkurs beendet. Ich will aber nicht. Da fragt sich nur, wer hier krank ist. Geht auf jeden Fall nicht nochmal. So ein Driss. So, hier war nichts drin. Das Zeichenbrett sagt uns auch nichts. Aber wir wollen ja noch die andere blaue Trio-Tech eben machen. So mal eben. Ja, nur mal eben schnell. 50 Jahre später war er dann fertig. Also zwei Parts später finde ich den dann wieder. Meinst du, dass du mit zwei Parts auskommst? Nö. Siehst du? Wollte ich ja wohl gemeint haben, dass du das nicht schaffst. Es gibt auf jeden Fall keine Möglichkeit. Skill zu zeigen. Gach. Und Skill zeigen. Nee, ist klar, Alter. Ja, ich weiß. Ah, Moment. Nee, wir gehen hier lang. Das ist, ist definitiv einfacher. Definitive easier. Definitive. Genau. Tiefer Urwald. Ja, dann mach.
Trotzdem frage ich mich, wie wir da hinten dran kommen sollen. Du gar nicht, weil du schaffst halt eh nicht. Ja, ja, ich weiß. Ranspringen. Nö, also hier bleibt uns nur die Möglichkeit abzuspringen. Warum auch immer. Hui! Ganz durchblicke ich das ja noch nicht. Genauso wenig, wie ich da nicht dran komme. Das hat bestimmt hier... Hier, das hat mit Sicherheit nur irgendwas mit Timing zu tun. Da werde ich Strom. Das geht mit Sicherheit. Jan Sigi geht das. Probier mal. Und hepp. Na komm. Also automatisch festhalten tut er sich nicht. Oder ich bin zu spät gesprungen. So Timing bla. Nein, dazu sage ich besser nix. Nein! Ja, sonst gibt's nur wieder auf die. Gibt's nur wieder hier Ghetto-Schelle von mir. Willst du die Arbeitslosen hier holen? Komm, bringen! Bringen! Wieso denn? Du kennst ihn doch schon also. Ja. Was hat er mit dem Bäumchen deine Mutter hier auf sich? Alter. Meine Mutter, ey. Meine Mutter und deine Mutter, ne? Treffen sich zum Kuchen machen und labern über ihre Männer. Ja, so oder so in etwa. Zack. Nein! Aber wenn du so auch im normalen Leben schwimmst, ne, dann schwimmst du wie eine Blinde auf dem Grund, Alter. Ja. Wundert mich, dass Donald hier, dass ich nicht Donald steuern kann. Ach, diese Sprung. Diese Sprungfunktion, die ist hier manchmal so für den Arsch. Für die Poppes? Ja, nee, das ist echt schon für den Arsch. Nee, nee, für die Poppes. Mary Poppins. Ja, kennst du die? Ist deine Nachbarin, ne? Deine Mutter ist das. Garantiert nicht, weil dann hätte ich ja Wünsche frei. Du. Gerade du. Ja, die gehört ihr viel eher der Arsch versohlt. Ey, Alter. Man nicht Werf lustig nicht werden hier. Frech, ey. So, gehen wir hier auch mal hoch, weil ich glaube, hier oben war das. Sonst muss ich dir leider mitteilen, dass dieser Part schneller für dich beendet ist, als du gucken kannst. Meinst du? Ich kann ziemlich schnell gucken. Aha, ich bin aber schneller, als du gucken kannst. Ich habe Auge. Du hast kein Auge, du hast Matschebrei. Triotisch! Die wollen wir doch aktivieren hier, so. Leute, nach 50 Jahren hat das endlich gefunden. Ja, ja, du mich auch. Und? Was drin? Noch mehr Welpen! So, aber was war das für... Was war das für eine Trio? Das war eine grüne Trio-Tisch, die können wir noch nicht machen. Also... Geht's hier wieder runter? Und dann gehen wir nochmal zurück zum Camp. Ja. Ja, Lady! Ja, dann holt er sich sein Raumschiff und gleitet davon. Nee, das geht leider. Also theoretisch hast du recht, aber praktisch leider nicht. Denn uns steht hier nicht die Möglichkeit, den Gummijet schon zu benutzen, oder? Sei doch ehrlich, die russische Raumstation ist mir doch zehnmal lieber. Die ISS ist nicht russisch, Alter. Doch! Nein, die hat nur einen russischen Sektor, du Blödmann. Speichern. Ah doch, also siehe, wir können. Ich würde mal sagen, benutze du die Mühe. Aber weil der liebe, nette Roxas Soraherz gesagt hat, man kann in der Arena
doch noch was machen, müssen wir mal eben zurückfliegen. Siehst du? Ich steige mein Raumschiff hier. Du hast bloß gedacht, doof, Lava, Lava. Nee, nee, mein Freund. Sieht fast so aus, als hätte ich heimlich geübt, habe ich aber nicht. Doof labern kann er gut. Ganz viele Gummis. Weil der nette Zuschauer sagte, wow, da haben wir es erhalten. Wir sollen doch einfach nur mal versuchen, den Stein zu verschieben. Dann würde Phil uns sagen, von wegen, also dann würde Phil uns irgendwas sagen, so. Das habe ich noch behalten. Müssten mal so ausprobieren. Miau, miep, miep. In Ultra High Speed hier. Dual Barrel! Ne, geht nicht. Ich habe keine Z-Taste. Ne, Doppel-R war das, ne? Ja. Ja, hätten wir zwar theoretisch, aber auch nur theoretisch. Wir haben jetzt zwei R-Tasten. Protestgummis! Ja, und er sagte, dass ich die Flüge doch drin lassen kann und sie nicht überspringen soll. Ne, wer auch seiner Meinung ist, dass ich jeden einzelnen Flug von Planet zu Planet zeigen soll, schreibt's mir unten in die Kommis. Die, die schreiben können? Ja, die, die... Meine Zielgruppe ist ja du und doch jetzt nicht gerade 12 plus. Dann gib's doch zu, 3 plus war das. Ja, die meisten also nutzen ehrlich. Meine Videos eh nur zum Einschlafen. Und da ist der Planet. Der Affen. Nee, das ist eher das Kolosseum von Herkulade. Heroenplatz, bitte. Danke. So, aber weißes Trio-Tech können wir ja immer noch nicht. Eingangshalle! So, aber... Na komm schon. Bewegt sich kein Stück. So, und jetzt? Der ist doch viel zu schwer. Was? Zu schwer? Seit wann bist du denn so kleiner... Oh, war eine Verwechslung. Was machst du denn hier? Das hier ist die weltberühmte Arena. Zutritt nur für Helden. Und ich bin mit den Vorbereitungen für die Spiele beschäftigt. Also zieht Leine, ihr Pimpfe. Pimpfe. Also, die Sache ist die. Die größten Helden aus der ganzen Welt kommen hier in die Arena, um mit wilden Bestien zu kämpfen. Ja, er wurde sogar vom Schlüsselschwert auserwählt. Wir sind Himmelfallschauern. Ein Held? Dieser Wicht? Was ist so lustig? Ich habe schon einige Bestien besiegt. Also, wenn du noch nicht mal damit klarkommst, bist du alles andere als ein Held? Muskeln allein reichen wirklich nicht. Tja, wollen mal sehen, was du drauf hast. Okay, das heißt, theoretisch können wir... ansprechen.
Diese Probe wird hart, mach dich auf was gefasst. Bist du bereit? Ich bin sowas von bereit. Oh Clay, Kleiner. Sollst mal den Alkohol aus dem Leib lassen, dann wär's auch nicht so breit. Hey, komm, heute ist Rosenmontag, ich darf das. Die Regeln sind einfach, zerschlage alle Fässer innerhalb des Zeitlimits. Fertig, los. Okay, könnte schwierig werden. Vor allem, wenn ich so einen Mist baue. So, eins noch. Nein! Wow! Nicht schlecht für einen Anfänger. Okay, das war allerdings sehr knapp. Der Muscle, Daniel, ohnehin, ey. Die Regeln sind einfach, zerschlage, okay, fertig, los. Na, das war shit. Man kann nämlich auch... So. Das versuche ich jetzt so. Nee, das hat leider nicht geklappt. Na, dann können wir es, glaube ich, auch vergessen. Ich glaube, da oben kommt man nämlich nicht dran ohne. Ohne, dass man das Kleine da trifft. Aber an das da oben kommen wir nicht mehr dran. Davon müsste man nämlich... Das war's, leider. So, ich gebe nicht auf. So. Ich meine, man müsste sich das einfacher machen, indem man das da oben weghaut. Das geht nämlich hiermit auch. Na toll. Die schwebt natürlich, die Kiste. Klar, warum auch nicht? So, wollen wir doch mal schauen. Nee, so nicht. So vielleicht? Nö. Haha! Aber viel zu viel Zeit verschwendet. Mal schauen, ob wir das noch schaffen. Hier noch. Dann sind hier nochmal zwei, ne? Ja. Geschafft! Wuhu! Mit 5 Sekunden! Oh, ist das eine Lucky Sau. Naja, gar nicht so schlecht, Kleiner. Scheint, als würde ich bei den Spielen mitmachen. Leider nicht. Warum denn? 2 Worte. Ihr seid keine Helden. Ach komm schon. Das waren 4. Als wahrer Held musst du erstmal mit dieser Magie fertig werden. Die Kraft des Stroms erhalten. Blitz erlernt. So, schön. Dann hätten wir die 3 Hauptdinger. So, ansprechen. Du kannst an den Spielen noch nicht teilnehmen, aber ich kann dich trainieren. Lass uns trainieren, bereit für die Spiele. Du kapierst es nur dann, ne? Du kapierst das nicht, oder? Keine Teilnehmerkarte für dich. So. Ja, dann haben wir halt Pech, dann geh doch sterben. Oh, ich geh jetzt hier einfach durch. So, hier. Geh schon! So ein Schild kann uns nicht aufhalten. Okay, kann's doch. So, zurück zum Heroenplatz. Stur, der kleine Bock. Findest du nicht? Ah, Hades! Hey, warte mal, du kleinen Gemüse. Warte, lass mich raten. Du willst bei den Spielen mitmachen, stimmt's? Oh, wie süß. Na, verstinkt hier auf Weg nach Disneyland. Für mich? Schenke ich dir. Viel Glück, Junge. Ich drück dir die Daumen kurzer. Teilnahmekarte erhalten. Okay, also können wir uns doch auf den Weg da reinmachen. Oh, wie süß. 2 Stinktiere am Weg nach Disneyland.
So. Aber bevor wir ihm erzählen, dass wir von Hades eine Geschenk bekommen haben, würde ich sagen, sehen wir uns erst im nächsten Part wieder, wenn es wieder ist. Let's play Kingdom Hearts. Ich sag wink, winke. Bye, bye. Tschüss.